Verehrte Zuschauer, liebe Elliott Waver und Freunde, hier ist der Frank Schuh von Elliott Waver Live mit einer weiteren Analyse im Euro Stoxx 50 Index. Auch hier schauen wir uns natürlich zunächst mal das übergeordnete langfristige Bild an. Wir sind hier runtergekommen von oben hier von dieser Welle 1, die ihr hoch hatte bei 4415 Punkten, sind runtergekommen hier in diese Welle 2. Im September 22 bei 3245 bei 58,6% und befinden uns jetzt aktuell in dieser großen übergeordneten Welle 3, die noch weit in der Zukunft liegt, aber sie hat ja schon begonnen, denn wir sind dabei, die erste Impulswelle hier in dieser Bewegung hier zu machen. Die ist noch nicht ganz zu Ende, das schauen wir uns jetzt gleich an. Wenn diese Welle 1 hier in Klammern abgeschlossen wird bei ca. 4.498 Punkten, andere Ausdehnungen sind ausdrücklich möglich, dann gehen wir runter in dieser Welle 2 in den Bereich von 3.724 Punkten und zwar über diese ABC-Welle. Jetzt springen wir auch hier direkt in den Stundenchart, weil jetzt interessiert uns, was gerade aktuell passiert. Unten die Welle 4, ja, und die werden wir gleich noch wiedersehen. Und das, was gerade aktuell dort vor sich geht. Hier unsere Welle 4. Auf dem Weg in diese Welle 1 in Klammern ist jetzt Folgendes passiert. Diese Welle 1, die wird wahrscheinlich jetzt noch nicht ganz zu Ende sein. Irgendwo hier wird die zu Ende gehen. Das ist jetzt momentan ein wenig schwierig, genau festzumachen. Weil die kann sich unterschiedlich ausdehnen. Und dann werden wir dann, das erkennen Sie also, wenn wir nochmal deutlich runtergehen und diese Welle 2 machen, dann sehen wir bei der nächsten Analyse, die ich rausbringe, dass die Welle 1 beendet ist. Bis dahin wird die vorbei sein. Im Moment ist es aber so, dass wir hier noch keine vollständige 5 haben. Das ist eine 1, eine 2, eine 3. Jetzt müsste es unmittelbar runtergehen. Mal gucken, ob man das einzeichnen kann. Ich bin nicht ganz sicher, wie sieht das dann aus. In etwa so wird das Ganze dann verlaufen. So. Das heißt, hier oben dürfte jetzt gerade sozusagen die Welle 3 zu Ende gehen oder zu Ende gegangen sein. Das bleibt abzuwarten. Also, dass die genaue Berechnung der Welle 1 ist momentan noch nicht abschließend möglich. Das kann man nur ungefähr einzeichnen. Also warten Sie auf das nächste Tief. Hier bietet sich dann eine sehr gute Gelegenheit, ab dem 50% Retracement bereits hier schrittweise gestaffelt Positionen aufzubauen. Und je nachdem, wo diese Welle 1 landet, wird sich das hier noch leicht verändern. Ja, aber dann kaufe ich ja das erste Lot bei 50%, das zweite Lot bei 61% und wenn der Kurs überhaupt bis da kommt und sollte der Kurs noch weitergehen, kaufe ich ein drittes Lot bei 78,6% und setze meinen Stopp unter die 88,7% bei ca. 90%. Und dann handle ich diese Welle 3. Bis dahin bleibt es aber noch abzuwarten. Das war es jetzt für den Euro Stoxx 50. Alles Wichtige im Blick, kurz und präzise. Ich danke fürs Zuschauen und freue mich über Ihr Like und Ihren Kommentar. Der Frank Schuh von Elliott Waver Live.